Ja, absolut. Die Gärtnereien, die sind gut bestückt, das muss man wirklich sagen. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen im Hintergrund. Da blüht es überall an allen Ecken und Enden. Es kommt die Osterzeit jetzt und viele Leute gehen in diesen Tagen natürlich auch einkaufen, um ihr Heim, ihr Eigenheim schöner zu gestalten. Seien es Balkonblumen fürs Kisterl oder für den Garten oder auch nur ein schönes Gesteck oder ein schöner Blumentopf am Ostertisch. Alle versuchen nun, ihre Häuser, ihre Wohnungen schöner zu gestalten, denn raus darf man ja nicht. Wir im Westen haben ja das große Glück, dass wir nicht diesen Oster-Lockdown, diese Osterruhe haben. Bei uns kann man auch noch die nächsten Tage einkaufen. Im Osten ist das leider Gottes anders. Aber ich habe jetzt auch eine Dame getroffen, die hier eifrig eingekauft hat. Das ist die Frau Eitzinger. Frau Eitzinger, Sie haben ja da ein grautes Kistel mit, was ich da alles sehe. Das sind, glaube ich, Pantoffelblumen, Schnittlauch, ein bisschen Minze, Mini-Narzissen und natürlich Ranunkel und Nelken. Wie wichtig ist das für Sie, dass Sie jetzt noch vor Ostern was kaufen? Also für mich sind Blumen immer wichtig, weil einfach die Blüten jetzt im Frühling, da braucht man das. Und einfach zum Haus gehören einfach Blumen dazu und auch Kräuter. Und einfach jetzt Ostern, man darf eh nicht raus. Und dann will man sich halt einen Garten ein bisschen gestalten, dass der daheim auch schön ist. Jetzt, die Eisheiligen kommen ja erst Anfang, also beziehungsweise Mitte Mai, das heißt noch etwas vorsichtig, aber natürlich der Kräutergarten mit dem Schnittlauch, der ist ja relativ frostsicher und auch die Narzissen haben da kein Problem. Was sind für Sie eigentlich momentan die schönsten Frühlingsblumen? Die schönsten Frühlingsblumen sind für mich die Narzissen, einfach das Gelbe. Das Gelbe und auch die Veilchen und das eigentlich alles, also alles, was blüht. Alles, was blüht, ist momentan der Hit und wie gesagt, man sieht es, die Leute sind in den Gärtnereien. Die Gärtner und Floristen freuen sich natürlich auch, wenn die Leute kommen und jetzt vor Ostern noch eifrig Blumen kaufen und einpflanzen, denn das ist einfach ein Genuss, wenn man dann in den Garten schaut und überall Tulpen, Narzissen oder andere Blumen hat, wenn es überall ein bisschen blüht, ein bisschen Farbe ins Leben kommt.